damit ich jeden Tag zu jeder Frau hingehen kann und ihr was schenken kann, damit ich am meisten Farmpunkte bekomme, damit ich irgendwann Farmgott werde. Hallo, ich bin heute im Partnerlook mit meinem DSI, weil ich habe diesen Sticker damals irgendwie bei Ali gesehen. Seitdem ist er da drauf. Ich fand das früher richtig cool. Jetzt finde ich das nur noch so semi-cool. Wir sind heute hier, weil ich habe ja in meinem letzten, ja, also in einem Video geredet über 3DS-Spiele. Und es gibt natürlich super tolle 3DS-Spiele, aber es gibt ja auch noch Nintendo DS-Spiele. Warum sollte man nicht das volle Potenzial seines 3DSes ausschöpfen und nicht auch noch DS-Spiele darauf spielen? Ich dachte mir so, ah, der eShop schließt, man muss schnell DS-Spiele runterladen. Und dann habe ich einfach gesehen, im 3DS eShop gibt es gar keine DS-Spiele. Ich habe das nie nachgeguckt, weil ich da nie den Bedarf zu hatte, aber ich war geschockt. Die eShop-Schließung betrifft DS-Spiele jetzt nicht wirklich. Und deswegen glaube ich auch, dass viele sich im Preis nicht groß verändern werden. Aber man kann ja viele DS-Spiele auch auf der Wii U spielen. Und das ist eigentlich ganz cool. Also es sind, meine ich, in 31 DS-Titel, die es auf der Wii U gibt. Aber da sind coole Sachen dabei. Und da will ich noch kurz einhaken. Es ist nämlich nicht mehr lange möglich, sein Wii U bzw. 3DS eShop-Guthaben mit den Gutscheinkarten aufzuladen, weil wir haben halt auch schon August. Aber es ist scheinbar so, dass wenn man die Nintendo Network ID, die für Wii U und 3DS genutzt wird, mit dem Nintendo-Account verknüpft, der für die Nintendo Switch genutzt wird, also das Guthaben zusammenfasst, dann sollte es auch noch möglich sein, über den Nintendo Switch eShop beziehungsweise auch über den eShop einfach normal im Internet auf der Internetseite möglich sein, das Konto vom 3DS und Wii U eShop aufzuladen, auch nach dem 29. August. Und ich will einfach in diesem Video insgesamt über DS-Spiele reden, wo ich der Meinung bin, die braucht man auf jeden Fall. Und werde dann immer noch kurz sagen, wie die gerade preislich sind und ob es die auf der Wii U gibt oder nicht und ob ich das empfehlen würde auf der Wii U. Ich meine, die Spiele sind gemacht für dieses Gerät und es gibt auch Spiele, wo das Konzept mit dem Fernseher und dem Gamepad nicht so fruchtet. Also es ist dann ein bisschen unnötig. DS, beste Leben. DS ist erfolgreicher als der 3DS. Der DS ist, glaube ich, Platz 2 von den meistverkauftesten Spielekonsolen laut Statista. DS ist für mich persönlich meine Kindheit mehr als 3DS und die Spiele liegen mir sehr am Herzen. Deswegen reden wir heute mal über die. An mit den Zelda-Spielen, ja, weil die sind auch so ein bisschen umstritten und das muss ja hier auch irgendwie ein bisschen Spannung erzeugt werden. Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Ja, es sind nicht die beliebtesten Zelda-Spiele, aber ich fand sie nice. Also Phantom Hourglass zum Beispiel ist irgendwie nie so an mich ran, habe ich ein paar Mal angefangen, nie weitergezockt, aber Spirit Tracks habe ich mehrfach durchgespielt. Und ich spiele sehr selten Spiele mehrfach durch. Es hat mir irgendwie gefallen, ich fand es mit den Zügen nice. Was aber nervig ist, und ich glaube auch deswegen, unter anderem sind die Spiele nicht so beliebt, die Steuerung ist halt gewöhnungsbedürftig, weil man auf dem Touchscreen steuert mit dem Touchpad und nicht einfach ganz normal mit den Knöpfen. Finde ich jetzt persönlich irgendwie auch nicht so cool, hat mich früher irgendwie nicht gestört. Es hat mich sogar so wenig gestört, dass ich es vergessen habe, weil ich habe mir Spirit Tracks gekauft, noch für die Wii U, um dann festzustellen, dass die ganze Party auf meinem Gamepad sowieso stattfindet und auf dem Fernseher, was dann quasi beim DS der obere Bildschirm ist, immer nur irgendwie die Karten und so zu sehen sind und gar nicht die Action. Ja, ich hatte es mir irgendwie so vorgestellt, dass ich dann wie so Controller in der Hand habe und auf Fernseher und los geht's. Deswegen kann ich das, also die beiden Spiele für die Wii U nicht unbedingt empfehlen. Da würde ich eher sagen, dass man die sich für den DS holt. Phantom Hourglass kriegt man so ab 20 Euro, Spirit Tracks ab 25 Euro und im Wii U Shop kostet es halt 10 Euro. Die meisten Spiele kosten übrigens ungefähr 10 Euro. Ein Game, das muss einfach immer dabei sein. New Super Mario Bros. Ist der Start der New Super Mario Bros. Reihe, also alleine deswegen irgendwie schon ein besonderer Titel und ist einfach ein gutes Spiel. So ist halt ein solider Mario Jump'n'Run, Standard, gute Qualität. Es gibt einen ganz coolen Multiplayer und hat auch coole Minispiele und
Ich hatte damit immer viel Spaß und man kriegt das physisch momentan für 10 bis 15 Euro. Aber das wäre so ein Spiel, da könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass es auf der Wii U auch gut funktioniert, weil doch viel auf dem oberen Bildschirm stattfindet und man nicht wirklich viel auf dem Touchscreen irgendwie touchen muss. Da überlege ich auch noch, mir das zu holen, weil ich glaube, das macht schon Spaß auf dem großen Fernseher. Ich wollte es eigentlich andersrum machen, aber ich habe jetzt verkackt, egal. Dann sprechen wir jetzt über Super Mario 64 DS. Mit dem Spiel habe ich den DS kennengelernt. Ich hatte früher kein DS, mein Bruder hatte einen und er hatte dieses Spiel. Das war sein allererstes Spiel und es ist ein cooles Spiel. Ich meine, über Mario 64, ganz ehrlich, brauchen wir nicht reden. Wir wissen alle, das Spiel ist nice. Natürlich hat seine Schwächen, die haben alle irgendwo ihre Schwächen, aber es ist ein super Spiel und hat natürlich den Grundbaustein für 3D-Mario-Spiele gelegt. Also ganz wichtiger Titel und ich finde den DS-Remake davon richtig cool, ehrlich gesagt. Weil es ist schon die gleiche Story, aber mit neuen Elementen. Man kann mehrere Charaktere spielen. Ich finde es cool mit diesen Häschen, die man jagen muss und dann kriegt man die ganzen Minispiele. Und die Minispiele von Mario 64 DS, die sind einmal legendär. Vor allem diese Casino-Spiele mit Luigi, ey, das ist so geil. Ich glaube, ich habe am Ende da mehr Zeit verbracht irgendwann als mit dem richtigen Spiel. Man kriegt es physisch ab 15 Euro. Und jetzt die Frage, lohnt sich das für die Wii U? Ja, ich glaube, das wäre cool. Ich könnte es mir ziemlich gut vorstellen. Man könnte dann natürlich überlegen, ob man sich entweder das halt holt für den DS oder ob man sich bei der Wii U einfach direkt die normale 64-Version holt. Auch die 64-Version kostet 9,99 €. Habe ich mir zumindest jetzt aufgeschrieben, also ist das dann eine reine Präferenzsache. Noch ein weiterer Titel, den man einfach braucht, ist Mario Kart DS. Was soll man dazu sagen? Ist halt Mario Kart, aber für mich persönlich mit dem geilsten Multiplayer ever. Aber ich glaube, das liegt einfach nur an der Erinnerung, weil früher hatte einfach jeder einen DS. Und Klassenfahrt, man sitzt im Bus und man macht einfach so eine riesen Party und alle zocken zusammen Mario Kart im Bus. Wie cool ist das denn bitte? Also das ist halt richtig geil. Aber das ging auch nur, weil früher wirklich jeder einen DS hatte. Und dann mit diesem Download-Spiel ist halt eh mega geil, dass nur einer das Spiel brauchte und alle anderen können einfach trotzdem mitspielen, wenn die einen DS haben. Das war so geil damals. Oh mein Gott, war das toll. War eine Sache, die ich bei neueren Teilen sehr vermisse, was es bei Mario Kart DS gab, sind diese Rennmissionen. Da gab es irgendwie verschiedene Level und dann immer, ich glaube, 8 Missionen und einen Endboss. Münzen einsammeln, durch Tore durchfahren, whatever. Solche Sachen halt. Ja, kriegt man ab 15 Euro physisch. Für die Wii U ist das, glaube ich, auch cool. Ist halt viel Nostalgie bei dem Spiel. Ne? Ich kann es nicht wirklich objektiv beurteilen, ob das wirklich ein super gutes Mario Kart ist, aber für mich ist es das halt. Noch ein Game, was mir super am Herzen liegt, aber was wahrscheinlich gar nicht so das beste Spiel ist, ist Mario Party DS. Ja, Mario Party gibt es ja immer, Spiele, die sind gut und Spiele, die sind eher so ein Flop. Und für mich ist Mario Party DS tatsächlich mein Lieblings-Mario Party. Aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, dass ich das Konzept witzig fand, weil da ist es ja irgendwie so, dass so Mario und seine Freunde, die werden irgendwie geschrumpft von Bowser und dann sind die alle so klein und das macht halt total coole Locations, weil du bist dann so klein und dann ist ja zum Beispiel ein Bleistift schon groß und könnte eine Location sein. Das war so ein schlechtes Beispiel und das fand ich richtig, richtig cool und gehört für mich irgendwie dann beim DS auch mit dazu. Aber ich glaube, das ist mehr so ein persönliches Ding, auch weil es war Mario Party DS, was Waluigi und mich zusammengebracht hat. Ich habe da angefangen, ja, ihn halt auszuwählen als Charakter und ich fand ihn so witzig und seine Stimme und seitdem sind wir wirklich so beste Freunde für immer und das kam bei Mario Party. Und ich bin super froh, weil diese Freundschaft kann man einfach mit nichts aufwiegen. Wisst ihr, was ich meine? Vor lauter Gerede über diese wunderbare Freundschaft habe ich total vergessen zu sagen, wie die Situation mit Mario Party überhaupt ist. Preislich, man kriegt das so zwischen 10 und 15 Euro physisch und das Spiel gibt es im Wii U eShop. Allerdings weiß ich nicht, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt. Weil das ein Spiel ist, wo vieles auf dem Gamepad dann passieren würde, aber auch vieles, glaube ich, auf dem Fernseher. Aber am Ende des Tages ist es Mario Party, also ein Multiplayer-Spiel. Und ich bin mir nicht sicher, wie es mit dem Multiplayer gelöst ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man an einer Konsole mit mehreren Leuten das spielen könnte, weil man bräuchte dann mehrere Gamepads, weil du für sehr, sehr, sehr viele Minispiele halt den Touchscreen benötigst. Deswegen glaube ich, das ist ein bisschen unnötig. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar online geht. Ich bezweifle es allerdings, wenn ich ehrlich bin.
Und auch die Online-Dienste von der Wii U ist halt auch nur eine Frage der Zeit, bis sie abgeschaltet werden. Deswegen würde ich mir das für die Wii U nicht holen. Kommen wir zu einem spicigen Thema in der Mario-Reihe, und zwar die Mario-RPGs. Auf dem DS gibt es zwei Teile aus der Reihe. Mario & Luigi Abenteuer Bowser, beziehungsweise Bowser's Inside Story und Mario & Luigi zusammen durch die Zeit, beziehungsweise Partners in Time. Ich glaube, das ist so ein bisschen speziell. Ich glaube, manche Leute mögen das, manche nicht. Aber ich finde sie mega, mega cool, haben halt einen super witzigen Humor. Kommen wir kurz zu Bowser's Inside Story. Da wird Bowser halt irgendwie krank und dann werden Mario und Luigi geschrumpft und gehen halt in seinen Körper und wollen ihn irgendwie heilen. So. Und es ist halt witzig, weil man die ganze Zeit so switcht. Man spielt Bowser auf dem oberen Bildschirm und da kann man switchen und man spielt Mario und Luigi im unteren Bildschirm und muss dann irgendwie so kooperieren. Super cooles Konzept einfach. Und das Spiel gibt es auch für den 3DS, wo dann auch noch Bowser Juniors Reise drin ist. Und dann würde ich natürlich sagen, wenn man sich das holt, dann holt man sich natürlich die 3DS-Version, weil da ist ja noch ein Spiel dabei. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Aber das Spiel ist sehr teuer. Man kriegt das nicht unter 65 Euro. Das könnte man sich dann vielleicht doch eher noch im eShop holen. Da gibt es nämlich diese Version für 40 Euro. Oder man holt sich die DS-Version, weil die kriegt man physisch für 15 Euro. Und im Wii U-Shop gibt es das Spiel leider nicht. Oder ich habe es übersehen. Und dann haben wir noch das andere, und zwar Partners in Time. Mario und Luigi geraten irgendwie in einen Zeitstrudel und kommen dann in die Vergangenheit und treffen dann dort auf Baby Mario und Baby Luigi und haben dann halt ein Abenteuer. So. Also es ist super süß und sehr cool. Ich habe das früher sehr, sehr gerne gespielt. Und das Spiel ist auch sehr selten. Also physisch ist es sehr teuer. Ich finde auch nicht wirklich viele Angebote. Und man kriegt es nicht unter 50 Euro, also eher 65 Euro in die Richtung, wenn man es auch mit Hülle haben will. Das Spiel allerdings gibt es auch für die Wii U. Aber das ist auch so ein Spiel, wo viel auf dem unteren Display stattfindet, also auf dem Touchscreen. Und ich finde das dann mit der Wii U nicht so cool. DS-Spiele auf der Wii U machen nur Sinn, wenn viel auf dem oberen Display passiert, weil man dann halt den Fernseher nutzen kann. Weil wenn ich eh wieder mit einem Gamepad direkt vor meinem Gesicht spiele, dann kann ich auch mein DS nehmen. Kommen wir zu einem meiner absoluten Favorites auf dem DS und ein super unterschätztes Spiel. Und das ist kein anderes als Super Princess Peach. Man ist Peach und rettet Mario, sehr ähnlich wie ein klassischer Mario-Teil. So ist halt Jump'n'Run, man hat auch die gleichen Gegner und kämpft auch gegen Goombas und Koopas und hast du nicht gesehen. Man hat aber noch einen Sonnenschirm dabei, Perry, der Sonnenschirm. Und das Coolste an dem Spiel, finde ich zumindest, ist, dass Peach vier Emotionen hat, kriegt sie dadurch verschiedene Fähigkeiten. Zum Beispiel, wenn sie wütend ist, dann hat sie so ein Feuer um sie sich herum, verbrennt halt alle Gegner oder auch andere Sachen. Wenn sie weint, rennt sie sehr schnell und mit den Tränen kann sie zum Beispiel irgendwelche Pflanzen zum Wachsen bringen und halt solche Sachen. Aber das Beste ist eigentlich, dass auch die Gegner teilweise Emotionen haben. Also es gibt einfach traurige Goombas oder fröhliche Koopas und die sind so süß und es ist irgendwie so witzig. Die Kritik an dem Spiel wäre vielleicht, dass es ein bisschen zu leicht ist, aber ich finde, je nachdem, was man spielt, worauf man Bock hat, muss auch ein Spiel nicht immer eine krasse Herausforderung sein. So, ich spiele auch gerne Spiele, wo ich einfach nur es genieße und mich gerne in dieser Welt irgendwie aufhalte. Physisch kriegt man das für 25 Euro, so mit Hülle zumindest. Das ist natürlich auch immer ein Ding. Mit Hülle ist teurer als nur die Karte. Und es ist leider nicht im Wii U eShop. Und das finde ich so schade, weil das wäre ein Spiel, das hätte ich mir auf jeden Fall geholt. Was will man machen? So, wir verlassen jetzt die Welt von Super Mario und sprechen über ein Spiel, was wahrscheinlich vielen Leuten am Herzen liegt, mir auch, und zwar Animal Crossing Wild World. Ist einfach ein Game, was für mich auch zum DS dazugehört und das wird wohl für viele auch das Einsteiger Animal Crossing gewesen sein. Ist halt einfach Nostalgie, ne? Also wirklich Nostalgie pur. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es jetzt nicht mehr zocken, weil es mir zu langweilig wäre mittlerweile. Auch im Vergleich zu den neueren Teilen, wo halt einfach ein bisschen mehr geht. Aber man muss das irgendwie trotzdem, weiß ich nicht, gehört dazu. Physisch ist es günstig, man kriegt es so ab 10 Euro. Und es gibt es auch für die Wii U. Aber das ist wieder das gleiche Ding. Es passiert viel Action auf dem unteren Bildschirm. Und deswegen weiß ich nicht, ob man das jetzt auf der Wii U braucht. Ich glaube, das ist schon ganz gut auf dem Nintendo DS. Ein Spiel, über das ich schon gesprochen habe in meinem letzten Video, das ist wahrscheinlich das Spiel, nein, nicht mit den meisten Spielstunden, mit den zweitmeisten Spielstunden, was ich habe. Und zwar ist das Picross 3D.
dieses Spiel, ich weiß nicht, was das ist mit diesem Spiel, aber es hat mich so gecatcht. Ich spiele es bis heute sehr gerne. Halt ein Rätselspiel, wo man so einen großen Block hat, der besteht aus mehreren kleineren Blöcken und an den Seiten stehen halt Zahlen, die dir darauf Hinweise geben, welche Blöcke du zerstören musst, damit am Ende eine Figur rauskommt. Und ich finde, Picross 3D hat auch ziemlich viel Inhalt tatsächlich. Finde ich cool. Das ist tatsächlich ein etwas selteneres Spiel, wo ich nicht viele Angebote für gefunden habe, aber man bekommt es physisch so ab 35 Euro. Aber wie gesagt, die Angebote sind sehr rar und man kriegt es im Wii U eShop für 7 Euro ungefähr. Und das wäre vielleicht eine ganz gute Alternative, ist halt ein bisschen günstiger. Die Action passiert nur auf dem Touchscreen eigentlich, aber geht ja auch auf der Wii U, ne? Kann man ja auch machen, aber ist halt jetzt kein krasser Vorteil zu einem DS. Ja, der Bildschirm ist halt trotzdem größer, also der Touchscreen von der Wii U ist größer als von einem 3DS bzw. DS. Wie auch immer, das ist die Situation, da wisst ihr jetzt Bescheid und auf jeden Fall braucht ihr dieses Spiel, weil... Nein, ihr braucht es nicht. Ihr braucht es nur, wenn ihr solche Spiele mögt. Eins meiner absoluten Favorites, das Spiel finde ich so geil, ist Rhythm Paradise. Ist halt einfach ein witziges Rhythmusspiel mit lustigen Charakteren, irgendwie lustigen und absurden Aufgaben, die man machen muss. Und besteht halt eigentlich nur aus Minispielen. Aber das Spiel ist... Boah, es ist herausfordernd. Ich habe das immer noch nicht auf 100%, aber einfach nur, weil es teilweise zu schwer ist, also diese 100% zu schaffen. Auch das ist ein Spiel, was ich ab und zu nochmal spiele. Da ist halt auch die Besonderheit, wie auch bei Gehirnjogging, dass man den DS nicht so hält, sondern halt seitlich. Hier spielt man dann. So ist das. Physisch bekommt man das teilweise unter 10 Euro und dieses Spiel gibt es auch nicht für die Wii U. Kommen wir noch zu einer Reihe, die ich sehr gerne mochte und zwar ist das Professor Layton. Ja, sind halt Rätselspiele mit viel Story auch, also da muss man auf jeden Fall jemand sein, der auch gerne liest und sich für Stories interessiert, sonst ist das wahrscheinlich nichts für einen. Ja, man hat halt Professor Layton und seinen Sidekick Luke. Die Geschichte ist immer wie so ein großer Fall, der gelöst werden muss und währenddessen hat man immer so kleine Rätsel, die man löst. Es ist halt von der Art eher wie so ein Point-and-Click-Adventure. Es ist halt ein großer Fokus auf einer Geschichte. Es ist so ein bisschen so eine Novelle fast schon, könnte man sagen vielleicht. Und da gibt es für den DS 4 Stück, und zwar das geheimnisvolle Dorf, die Schatulle der Pandora, die verlorene Zukunft und der Ruf des Phantoms. Ich habe alle davon zumindest angezockt. Die Reihe geht halt auf dem 3DS auch noch weiter. Den ersten Teil habe ich mehrfach durchgespielt, weil ich den irgendwie am coolsten fand. Und die kriegt man auch ziemlich günstig. Ist auf jeden Fall einen Blick wert, wenn man so eine Art von Spielen mag. Und für die Wii U gibt es diese Spiele nicht. Bevor wir noch zu ein paar sehr seltenen Spielen kommen, will ich kurz etwas sagen zu dem Game auf dem DS, was wahrscheinlich die meisten Spielstunden von wahrscheinlich allen Spielen, die ich jemals gespielt habe. Und das ist Harvest Moon DS. Harvest Moon werden die meisten wohl kennen, ist halt so ein Farmspiel, ne? Man hat eine Farm und man hat Gemüse und Tiere und Liebe und Erntewichtel, also was man halt als ein Farmer so hat und was man so macht. Und teilweise ist das Spiel auch ganz schön creepy, also es wird auch mal düster, aber das fand ich auch schon früher immer sehr faszinierend. Die Musik ist super schön und ach, für mich ist das Spiel auch aber einfach sehr, sehr, sehr viel Nostalgie. Aber ich war so motiviert bei diesem Spiel. Ich hatte einen Ordner, wo ich mir von so einer Lösungsseite, es gibt ja immer so Seiten mit so Komplettlösungen für Spiele, und ich habe mir alles ausgedruckt und in einen Ordner gemacht und so sortiert, damit ich am meisten Farmpunkte bekomme, damit ich irgendwann Farmgott werde. Ich habe das Spiel wirklich richtig ernst genommen. Ich wurde nie Farmgott, weil das Spiel verlangt echt viel von dir, damit du Farmgott wirst. So, das Spiel ist wirklich ein bisschen crazy. Ich finde es einfach so nice und für mich der beste Harvest Moon Teil. Ich habe noch ein paar andere gespielt, Mein Inselparadies und noch Sunshine Island. Die habe ich aber irgendwie gar nicht gefeiert und auch so diese neueren Harvest Moon Teile, die schon so ein bisschen mehr dieses 3D-mäßige Aussehen haben. Interessiert mich irgendwie nicht. Ich finde es geil, dass Harvest Moon DS vom Style irgendwie aussieht wie Pokémon. So halt einfach verpixelt, Vogelperspektive. Das ist auch nicht so teuer, man kriegt es unter 10 Euro physisch und das Spiel gibt es auch nicht im Wii U eShop.
Reden wir über seltenere Spiele, und zwar aus der Kirby-Reihe. Das Spiel Kirby Maus Attacke, was ich auch sehr, sehr, sehr gerne gespielt habe. Also ein echt sehr cooles Spiel, leider habe ich es mittlerweile nicht mehr. Das ist mein zweitliebstes Kirby nach Kirby und das magische Garn. Und das Spiel ist super selten. Also es gibt wirklich kaum Angebote. Und das wäre jetzt vielleicht auch ein kleiner Geheimtipp, weil das ist ein Spiel, das gibt es für die Wii U. Und das ist natürlich eine coole Alternative und kann man sich jetzt noch so günstig holen. Ich überlege auch, mir das noch zu holen. Und dann haben wir noch ein zweites Kirby-Spiel, wo es ähnlich aussieht, und zwar Kirby Superstar Ultra. Genau, das ist ein Remake von dem SNES-Spiel Kirby's Fun Pack, wie auch immer, beziehungsweise Superstar. Also es hatte zwei verschiedene Namen, je nach Region, und ist halt einfach so ein Kirby-Klassiker und sehr beliebt. Und das Spiel ist wirklich das teuerste, was ich jetzt bisher in meiner DS-Recherche gefunden habe. Das kostet nämlich ab 150 Euro mit Hülle. Ohne Hülle bisschen günstiger, so auf 60 Euro. Aber unter diesem Preis geht da wirklich gar nichts. Und das Spiel gibt es auch leider nicht im Wii U eShop, aber es gibt dafür die Original SNES-Version. Also Kirby Superstar ohne Ultra für 7,99 Euro, und das ist vielleicht eine Alternative. Wie könnte es anders sein? Wir müssen noch über Pokémon sprechen. Ja, teure Spiele. Für den 3DS gibt es relativ viele. Es gibt Diamant und Perl und dann noch Platin, und die kriegt man physisch alle noch so ab 30 Euro, also das geht. Dann haben wir Heart Gold und Soul Silver, und die Teile, die gehen durch die Decke und noch viel höher mit dem Preis. Ja, die gehen so ab 70 Euro, sage ich mal, über den Tisch. Und dann gibt es noch Schwarz und Weiß und Schwarz und Weiß 2. Und die bewegen sich auch in so einem Rahmen von 40 bis 60 Euro. Also so wirklich günstig ist von den Pokémon-Spielen für den DS wirklich gar keins mehr. Es gibt natürlich dann auch noch so Nebenteile wie so Pokémon Mystery Dungeon und Ranger. Aber die Nebenteile gibt es nämlich für die Wii U, und die kosten so zwischen 7 und 10 Euro je nach Spiel. Und die Hauptteile gibt es leider, leider nicht. Das wird schon alles seine Gründe haben, aber das finde ich so schade, weil ich glaube, das wäre nochmal richtig cool gewesen, und ich glaube, die hätte ich mir auch nochmal geholt. Ja, das war's. Das waren alle Spiele. Junge, das war jetzt echt eine ganze Stange an Spielen. Genau, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die eShop-Schließung die Preise irgendwie krass beeinflussen wird. In Zukunft kann sein, dass die Spiele nochmal irgendwie teurer werden. Ich weiß es nicht. In der Regel werden Nintendo-Spiele meistens irgendwie immer nur teurer, habe ich das Gefühl, und nie günstiger. Aber dadurch, dass der 3DS gerade nochmal Aufmerksamkeit bekommt, kann es natürlich auch sein, dass die Nachfrage von DS-Spielen steigt, ne? Aber das wäre jetzt nur eine Spekulation. Momentan gibt es super viele Spiele, sehr, sehr günstig. Da sehe ich jetzt auch irgendwie keinen krassen Handlungsbedarf, dass man sich da irgendwie beeilen müsste. Es sei denn, man möchte halt Spiele noch auf der Wii U haben. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich auch DS-Spiele einfach mal anzugucken, weil es da super coole Spiele gibt. Und warum sollte man nicht das Beste aus seinem 3DS rausholen, ne? Also ich habe, wie gesagt, mit dem DS mehr Zeit verbracht als mit dem 3DS. Warum nicht? Kann man mal machen. Ich mache jetzt diesen Lippenstift vor mein Gesicht, weil meine Lippen fühlen sich irgendwie verklebt an und ich feiere es überhaupt nicht. Ja, tschüss. Mit Lippenstift fühlt man sich so anders. Ich gucke mich auch die ganze Zeit anders an. Ich bewege mich anders. Ich klinge anders. Und warum sollte man... Mhm. Oh Gott. Oh, ja. Okay. Jetzt aber auch mal gut. Genau. Die zweitverkaufteste Konsole, da führt eigentlich überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Und Wii U hat sowieso eine Schäder, das ist sowieso nur für ein paar Leute relevant. Ich habe das Gefühl, nur 10 Menschen haben eine Wii U sowieso gekauft, und von allen Leuten, aber egal. Bombenwahnsinn. Was habe ich hier eigentlich? Ah, ja, hm, ja, okay. Oh, ich bin ein bisschen on flame, ey. Ich rede auch so voll schnell irgendwie. Und ich war crazy. Ich habe sogar für die ganzen, es gibt da so Herz-Events und ja, mehrere Frauen, mit denen man Beziehungen führt, whatever. Und ich habe mir sogar eine Liste gemacht auf meinem Handy, wo ich immer so mir aufgeschrieben habe, wer welches Geschenk am meisten mag, damit ich jeden Tag zu jeder Frau hingehen kann und ihr was schenken kann. Sehr, sehr, sehr viele...